Moin moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zum Qualifying in Bahrain mit dem Virus. Hallöchen, willkommen zurück, Leute. Ja, auf geht's, los geht's. 3 Tage wach. Ja, komm. Die Frage fange ich jetzt. Nee. Ich habe keinen Bock, einen pinken vor mir zu haben oder einen weißen. Deswegen warte ich erstmal noch. La la la. Lauf mich total, Baby. So, jetzt dürfte es passen. Ja. Camilo hat einmal schon so seine Dings, wann er rausfährt. Hat schon zweimal, ist schon einmal gut gegangen. Das wird grün angezeigt, aber der schafft die Kurve. Nicht interessant. Nein, jetzt habe ich einen Ferrari vor mir. Das gibt's doch gar nicht. Der war doch gerade noch frei. La la la. Naja, gut, ich kann ja erstmal ein bisschen lahmarschiger fahren. Komm, Vettel, gib Gas. Alter, der bremst hier auf Oma-Niveau runter, ist ja schlimm. Oder cache ich den Vettel noch, mal gucken. Stell mal auf Mager runter, ey. Wenn ich zwar hinter dem Bottas hinterher. Oh, Vettel, du bist aber auch eine doofe Krücke, Alter. 5-Platz-Gridstrafe. Ja, nee, ist klar. Ich werde sowieso schon 5 Plätze nach hinten gesetzt, alles klar. Keine Ahnung, was du gemacht hast, aber... Ja, ich bin dem Vettel hinten drauf gefahren, weil der in der Kurve so lahmarschig gefahren ist. Ich hab ja vorhin gesagt, fahr nicht so dicht auf, aber nö. Ja, ich wollte ihn überholen, nur dann zieht er einfach rüber. Oh, das gibt's doch gar nicht, dieser blöde Bock. Ja gut, ja. Dass du mein Flügel orange ist, ist nicht tragisch. Das Blöde ist halt nur eben diese 5 Plätze nach hinten. Natürlich jetzt für den Virus wieder wie Geburtstag. Na egal. Wenn man Zweiter wird, kommen wir dann noch Zipter starten. Ist noch okay. Ja, ist was? Ist das eine Scheißkarre? Oh, was hat denn jetzt da gemacht? Schon Zeit versaut. So blöde Mistkarre, Alter. Drehst dich dann auch noch, ey. Brems doch, Mann! Hast du keine Bremsen, ey, oder was? Ich schwör dir, ey, die könnten ja echt mal irgendwelche Porno-Bremsen einbauen in diesen Scheißwagen, ey. Der kommt überhaupt nicht zum Stehen. Ja, aber die Geschwindigkeiten, hör mal, ja, was willst du denn verlangen? Quatsch mit Erdbeeren, ey. Rechtzeitig gebremst habe ich ja, wo angezeigt wird. Trotzdem kommt da nicht hin. Hast du vielleicht beim Bremsen schon gelenkt, wa? Ach, guck mal, Teamkollege da vorne. Uns geht der Sprit aus. Du musst in den nächsten paar Runden an die Box kommen. Go, go, Johnny, go. Die letzte Rundenzeit bringt dich auf P8. Oh, Platz 8, Alter, dein Ernst? Oh. Wir sehen geringfügige Schäden. Ah, bringt mir sowieso nichts, aber... Boxenstopp. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Also kann man von ausgehen, Virus holt sich noch Platz 1 und dann werde ich dann von Platz 7 starten, so denke ich mir das gleich. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde, der Tank ist leer. Oh, nein, komm rum, ah. Ab. Palmbacke, Alter, mach dich vom Ack. Ah. Pisspalme, ey.
Okay, hier ist Jeff. Kannst du mich hören? Der Frontflügel hat ziemlich was abbekommen. Ja, oh, was kaputt? Ja, wegen Palma, die alte Palme. Da soll sie mal ein Schütteln gehen, ey. Wie war das nochmal? Fahr doch nicht so nah auf. Oh, besser Zeit, komm schon. Ach, scheiße. Ja, gut, jetzt ist der Sprit leer. Siebten Platz, ist doch scheiße, Mann. Ja, kannst ja gleich nochmal rausfahren. Ja, ich muss jetzt erstmal die Strecke zu Ende fahren. Aber ich spare mir das, glaube ich, sonst sind die Reifen hinterher so matte, pampig. Warum geht das? Ich drücke jedes Mal auf den scheiß Steuerkreuz nach links, um auf Max auf Mager zu stellen. Und der Scheiß, ihr geht jedes Mal runter auf Flügelschaden reparieren. Das ist der letzte Müll, ist das. Okay, ja, das Problem habe ich Gott sei Dank noch nicht gehabt. Vorhin kapiere ich nicht, ey, warum ich auf den siebten gekommen bin mit der Zeit. Mann, Mann, kannst du mir mal die Zeiten sagen? Ja, Moment, ich werde gerade präpariert. Ja, jetzt kommt hier Dingsmäntel drum, ja. Ja, guck mal, die Strecke ist frei, die meisten sind drin, Vierer sind nur auf der Strecke. Und ich dümpel hier hinten rum, bis ich zum Ziel komme. Leckt mich am Arsch, Alter, boah. Gleich wird's wieder voll. Die holen jetzt einen neuen Satz Reifen und dann geht's wieder los. So, Zeiten. Virus 1:36.9, Vettel 1:36.5. Max Verstappen auch 1:36.5. Die haben sogar die identische Zeit gefahren, Vettel und Verstappen. Ja, ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Doch, hatten wir beim letzten oder vorletzten Rennen hatten wir das auch. Okay. Da hatte ich das mit jemand anders, glaube ich, die gleiche Zeit sogar. Oder irgendwie so. Raikön auf 4 mit 1,35 dann schon wieder. Also mindestens eine 1,35 braucht man, sonst wird das nicht. Boxenstopp. Okay, wir können nicht diese Runde reinholen. Oh, den Jeff war gerade unterbrochen, damit er mir nicht wieder einen Knopf an der Backe labert, ey. Die sind noch in der Garage, die sind auch noch in der Garage. Ja, ich wette, so in einer Minute wird's wieder voll. Ja, bringt mir nicht, DRS zu aktivieren. Ich komme so nicht schneller weg. Ja, aufhalten bringt jetzt auch nichts, weil die in der Einführungsrunde sind. Scheiße! Bin jetzt auf 8, ja, guck an. Oh ja, da dümpelt er hier rum. Da ist er erst, oh je. Ja, ich konnte noch mal eben ins Ziel. Ich weiß gar nicht, welchen Dings ich vorher hatte. Für Platz 8. Und hab mich noch auf 7. verbessert. Kann gar nicht sein. Der war 18. oder 15. Ach, keine Ahnung. Ist auch scheißegal. Oh, Van Dorn. Da kämpfst du um die Ecke. Oh, Grosjean. Bitteschön. Stroll. Ja, Stroll, der da Stroll muss fährt auch so langsam. Alter, was zwei von diesem lahmen Arsch hier. Der hat auch kein Benzin mehr. Wie das aussieht. Schneckenrennen, Alter. Der arme Kerl, der als nächstes euch überholen muss. Oh Gott. Komm schon. Der arme Kerl, der als nächstes an euch vorbei muss, der tut mir jetzt schon leid. Aber da kommt gerade keiner. Yo, yo, macht euch kaputt. Ist was weggeflogen. Wieso fährt der jetzt auf einmal schneller? Weiß ich nicht. Also, ich, bei mir ist alles grün. Nee, da bin ich da blitzt gerade. Was ist denn da los? Kapiert man nicht. Ich habe extra Platz gemacht, hätte schon lange vorbeifahren können. Ja, aber es sah so aus, sonst könnte er nicht. Und auf einmal von hinten, buff. Boah, guck mal, wie der an dem vorbeirast, ey. Guck mal auf der Karte, Alter, da gibt ja voll mega Power, ey. Spielfehler, vielleicht Bug oder so. Ja, 100%. So, jetzt fahren sie wieder alle raus. Ach, Strecke Mann. Wird wieder voll. Oh, scheiße, ey. 150, 152 Sekunden, Alter. 17 von 20 Autos auf der Strecke. Boah. Oh, Mama. Die einzigen, die in der Garage sind, sind ich, Ricciardo und Grosjean. Ach, du kommst auch langsam, ja? Ja, ich bin jetzt endlich angekommen. Gut, dann sind nur 16 Autos auf der Strecke. Reicht immer noch. Ah.
das gibt's nicht, Alter. So ach, ist das ärgerlich. Irgendwie kann ich doch gar nicht gefahren. So, vor allem, dass der scheiß Sprit nur für 2 Runden reicht. Ey, das ist... Vor allem, ich habe so eine schöne Zeit gefahren und ich hab davon nichts. Alter, ist das voll. Na komm schon, darf ich mal gucken jetzt hier. Oh, scheiße, verbleibende Zeit. Naja, schafft jetzt sowieso kein Mensch mehr. Die sind genau richtig gefahren, die jetzt nämlich über die Linie kommen, die können auch eine Runde fahren. Die anderen, die es nicht schaffen, die sind raus. Deswegen, ich werde dir da hinten Gesellschaft leisten gleich. Ich fahre nochmal raus. Mal gucken. Schaffst du nicht. Weil du müsstest noch einmal über Start und Ziel kommen, damit du... Ja, ich weiß. Alter, von Platz 6 starten, obwohl man... Frust. So, dann gucken wir jetzt mal auf die Zeiten. Hamilton, herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz. Dieser Lauch, ey. Ja, ach, da hat er den Bordcomputer schon übernommen. Ach, kacke, Mann. Ja, ich gehe 5 Positionen zurück. Ich starte also von 6. Das gibt's ach, nicht. Ah. Nee. Ja, ich, dann bin ich wieder bei dir da hinten. Scheiße. Naja, wir werden sehen. Bis gleich, Leute. Tschüss. Alles klar, wir sehen uns zum nächsten Renntag. Ciao mit V.